Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehöre dem Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags erst wenige Wochen an, kenne aber die Diskussion natürlich aus meiner Zeit im Landtag von Baden-Württemberg schon intensiv. Und ich glaube, es ist nichts Neues, dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich zu Recht von uns als Parlamentarier im Deutschen Bundestag Antworten auf ganz konkrete Fragen erwarten. Die Diskussion über die Nutzbarkeit vom Diesel ist keine abstrakte, sie wird ganz konkret. Da kommt der Bürger, der kleine Azubi, der junge Azubi bei mir im Schwarzwald, der sich ein gebrauchtes Auto gekauft hat, weil er zu seiner Ausbildungsstätte kommen muss, weil da gar kein ÖPNV vorhanden ist, und fragt, wie kann ich das Auto weiter nutzen. Da kommt der Familienvater mit seinem Familienvan, der jeden Monat beim Autohändler sein Auto abstottert und fragt, wie geht's weiter. Da kommt der Handwerksmeister in Stuttgart und fragt, ich habe da drei Spritschenwagen auf meinem Hof stehen, wie kann ich die weiter einsetzen, wie kann ich meine Leute zur Arbeit schicken, oder ist es gar nicht mehr möglich in Zukunft, wenn ihr mir verbietet, mit meinem Auto in die Stadt fahren? Das sind alles konkrete Fragen, um die wir uns hier zu beschäftigen haben. Und deshalb möchte ich vorwegschicken, dass wir als Unionsfraktion CDU und CSU hier immensen Handlungsbedarf sehen. Und ich betone vorweg, diejenigen, die betrogen haben, die den kleinen Mann hinters Licht geführt haben bei den Schadstoffbescheinigungen, denen gehört klar gesagt, sie müssen einen Beitrag leisten für die Nachrüstung der vielen Dieselfahrzeuge in Deutschland. Aber wer den Antrag der Linken heute anschaut und wer sich im Detail damit beschäftigt, der kann ja beinahe den Eindruck bekommen, dass da in den vergangenen Monaten überhaupt nichts geschehen ist. Das Gegenteil ist der Fall. Als Sofortmaßnahme wurde beschlossen, die 5,3 Millionen betroffenen Dieselfahrzeuge nachzurüsten. Anfang 2018, das Ergebnis ist positiv. Es waren 92% der betroffenen VW-Fahrzeuge, die nachgerüstet sind. Bei den freiwilligen Fahrzeugumrüstungen sind es 72%. Das sind in der Summe 2,5 Millionen Fahrzeuge, die insgesamt zu einer Reduzierung von 30% bis Ende des Jahres beitragen. Ich finde, darüber kann man an dieser Stelle auch reden, sehr geehrte Damen und Herren von der Linksfraktion. Es ist uns gelungen, seit 2000 übrigens die Schadstoff-, die Stickoxidbelastung um 60% zu reduzieren. Wir haben es vorhin, Kollege Grundmann hat es in der anderen Debatte gesagt, an anderer Stelle hier schon gehört. Es gibt das Sofortprogramm Saubere Luft. Ja, meine Damen und Herren, 500 Millionen Euro für die Digitalisierung der kommunalen Verkehrssysteme. 390 Millionen Euro für die Elektrifizierung des Verkehrs. 107 Millionen Euro für die Nachrüstung von Dieselbussen im ÖPNV, also die Busse, die in den Städten für die Verschmutzung sorgen. Wer da nicht irgendwie von Erfolgen spricht, der verkennt schlicht und ergreifend die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, Frau Remmers, wissen Sie, das ist eben der Unterschied zwischen der linken Hälfte dieses Hauses und uns. Sie fordern pauschal, sagen Sie, wir brauchen einen Zwang zur Umrüstung auf Kosten der Industrie. Sie fordern das, obwohl Sie ganz genau wissen, dass das rechtlich hoch umstritten ist, dass sich gerade eine Kommission damit beschäftigt. Und in der Politik geht es eben auch immer um die Verhältnismäßigkeit und um die Betrachtung der Wirklichkeit. Und da sage ich Ihnen ganz offen, hören Sie auf, pauschal über eine Industrie zu schimpfen. Sie gefährden damit den Wirtschaftsstandort Deutschland und Sie gefährden damit 1,8 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland, die direkt von der Automobilindustrie abhängig sind, meine Damen und Herren. Und klar ist auch, die Mobilität der Zukunft, ein Umdenken hin zu schadstoffarmen, ja vielleicht sogar schadstofffreien Fahrzeugen. Es wird uns nur gelingen und es werden uns auch nur Länder auf der Welt folgen, wenn wir das beides schaffen. Auf der einen Seite die Nachrüstung und die Weiterentwicklung der Dieselfahrzeuge, der Fahrzeugflotten insgesamt, und auf der anderen Seite auch die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland zu erhalten und damit eine starke Automobilindustrie. Und abschließend muss ich sagen, es ist das Ziel von uns allen und es sollte das Ziel sein, Fahrverbote in Deutschland zu verhindern. Und dazu brauchen wir einen Schulterschluss mit der Automobilindustrie. Und
sehe jetzt den Kollegen Gastel heute nicht, aber wir kennen uns ja schon aus den Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg. Da muss ich Ihnen schon sagen, in der Stadt Stuttgart gibt es einen Oberbürgermeister der Grünen. Und da gibt es Maßnahmen, die könnte er sofort von seinem Schreibtisch aus entscheiden. Da geht es um intelligente Ampelsteuerung, nicht umgesetzt. Es geht um die Flottenerneuerung der Kommune in Stuttgart. Es geht um die ÖPNV-Erneuerung. Alles nicht gemacht. Stattdessen wird man halt leicht und sagt, naja, die in Berlin soll schon richten. Es sind alles Maßnahmen, die vor Ort in der Stadt auch ganz schnell erledigt werden könnten. Meine Damen und Herren, ich glaube, es geht um Vertrauen, das wir zurückgewinnen möchten. Ich bitte Sie herzlich, lassen Sie uns eine Versachlichung der Diskussion herbeiführen. Lassen Sie dem Handwerksmeister in Stuttgart wie dem Azubi bei mir im Schwarzwald klipp und klar sagen, was wir für Maßnahmen ergreifen können, damit auch Vertrauen in Zukunft möglich ist. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schreiner. Es war Ihre erste Bundestagsrede, nicht Ihre erste Parlamentsrede. Ich muss mich insoweit korrigieren. Als Nächster der Kollege Dr. Dirk Spaniel für die AfD.